Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unseren heutigen Tag am 31. August 2017? Mond befindet sich noch im Tierkreiszeichen Schütze, aber heute übergeht im Tierkreiszeichen Steinbock. Die Schützengeborenen haben eine schwere Zeit hinter sich, aber sind schon über den Bergen. Die Schützengeborenen haben mehr Mut und Kraft, auch mehr Möglichkeiten, etwas in Ordnung zu bringen. Es ist auch eine Vorwärtsbewegung in allen Lebensbereichen und sie haben gerade eine gute Zeit, was die Liebepartnerschaft betrifft. Die Schützengeborenen treffen gerade wichtige Entscheidungen. Und ein besonderer Stern wirkt ganz intensiv auf dem Schützengeborenen, und dieser Stern heißt Rasalhague. Dieser Rasalhague ist ein saphirblauer Stern im Sternbild Schlangenträger, befindet sich im Kopf der Schlangenträger. Also Gedanken machen über etwas, Entscheidungen treffen. Und die mythologische Geschichte erzählt etwas darüber. Dieser Schlangenträger ist nichts anderes als Asklepios, der himmlische Arzt. Und dieser Asklepios hat ein Kind gerettet. Dieses Kind ist in einen Honigtopf gefallen und Asklepios hat geheilt. Es gab zwei Schlangen. Die eine Schlange hat die Gift in sich gehabt und die andere die Heilkräuter. Und dieser Schlangenträger oder Asklepios hat eine wichtige Entscheidung getroffen. Er hat nämlich mit dem Heilkräuter dieses Kind gerettet. Und das symbolisch bedeutet im Augenblick bei den Schützengeborenen Gedanken machen, welche Entscheidungen trifft man. Und das sind wirklich wichtige Entscheidungen. Viele Schützengeborenen haben gerade große Veränderungen oder Umbrüche im Leben. Die Tierkreiszeichen Steinbockgeborenen kommt in den nächsten Tagen etwas in Bewegung. Was die Steinbockgeborenen bedrückt momentan, das ist eine rechtliche Situation oder Ungerechtigkeit und da fühlen sich die Steinbockgeborenen etwas enttäuscht. In die Liebe bringen sie etwas in Ordnung. Sie sollen aber noch ein bisschen geduldig sein. Wo sie darauf achten sollen, wo setzen sie ihre Kraft ein? Wenn das zu viel ist, dann wird es stressig und fühlen sich die Steinbockgeborenen kraftlos. Die Tierkreiszeichen Wassermanngeborenen sollen bewusst sein, was für Möglichkeiten haben gerade im Leben, auch beruflich, auch finanziell, aber auch in der Liebe, Partnerschaft. Und diese Möglichkeiten bewusst wahrnehmen, da genau in die Richtung schauen und auch aktiv sein, Kontakte pflegen, besonders in den kommenden Tagen. Die Tierkreiszeichen Fischengeborenen kommt etwas in Form, kleinere Veränderungen sind möglich. Sie sollen ihren Ängste überwinden. Bei den Tierkreiszeichen Wiedergeborenen sind Umbrüche, Veränderungen. Die Wiedergeborenen spüren auch diese Kraft und diese Mut. In die Liebe haben auch gerade Glück. Aber in die kommenden Tagen sind Einschränkungen da oder eine schlechte Stimmung. Die Tierkreiszeichen Stiergeborenen kommt in die kommenden Tagen mehr Stabilität. Aber sind auch Einschränkungen da und das sollen die Stiergeborenen noch geduldig sein und im Vertrauen bleiben. Da kommt Verbesserung in die kommenden Wochen, also ein bisschen Geduld noch.
Die Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen sollen auf dem inneren Gleichgewicht achten. Die Zwillingsgeborenen haben Möglichkeiten und Chancen, auch Mut. Und sie sollen auch Kraft zeigen, gerade diese Chancen auch wahrnehmen und es mit Leichtigkeit. Eine wichtige Nachricht oder ein Termin oder ein Vertrag nähert sich schon. Die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen. Sie sollen auf die Gefühle achten und das ausgleichen. Das bedeutet Gefühle zeigen, aber auch Gefühle annehmen. Die Krebsgeborenen sollen auch auf dem inneren Gleichgewicht achten. Sie haben Möglichkeiten, Chancen und auch Glück im vertrauten Umgebung. Die Tierkreiszeichen Löwengeborenen bewegt sich einiges. Wichtig ist auch gerade die Liebe und Partnerschaft. Bei Löwengeborenen kehrt etwas zurück. Es kann auch ein verlorener Gegenstand sein, es wird gefunden wieder, oder kann eine Person sein, dass er sich wieder meldet von Vergangenheit. Oder ein wichtiges Gespräch oder eine Nachricht ist auch zum Erwarten. Bei Tierkreiszeichen Jungfraugeborenen kommt in die Tage mehr Stabilität und Ruhe. Aber bis da Veränderungen kommen, besonders im Liebe-Partnerschaft, das sollen die Jungfraugeborenen noch zurückhaltend sein und noch ein bisschen geduldig sein. Bei Tierkreiszeichen Waagengeborenen ist entweder eine rechtliche Lage oder Ungerechtigkeit. Und es bringt die Waagengeborenen diese Ungerechtigkeit momentan aus dem Gleichgewicht. In die kommenden Tagen kommt aber wieder alles in Ordnung und kommt wieder Leichtigkeit. Die Tierkreiszeichen Skorpiongeborenen fühlen sich gerade kraftlos. Oder bedrückt etwas in die Liebe Partnerschaft. Es ist die Unbeweglichkeit gerade, was die Skorpiongeborenen gerade erleben. Aber diese Zeit dürfen sie auch nutzen für die Kraft, für das inneren Kraft. Weil da liegt das Glück bei den Skorpiongeborenen. Die Ruhe bewahren oder Zurückgezogenheit oder eine meditative Haltung und von diesem inneren Kraft. Da können Sie etwas bewegen in Ihrem Leben. Noch ein paar Sätze über Astrologie. Ich habe gestern schon etwas erwähnt über Geburtshoroskop. Was ist es? Wie ein göttlichen Plan beschreibt unserem Lebensweg, das goldene Mitte, das ideale Lebensweg. Aber ein Geburtshoroskop verrät uns viel mehr, wie zum Beispiel war. Was war in früheren Leben? Da sind auch natürlich Schätze zum Entdecken, Talente und Fähigkeiten, Erinnerungen und das können wir in dieses Leben auch gut gebrauchen. Natürlich sind auch Blockade und diese Blockade kann man auch auflösen, aber dazu braucht man einen Blick auf diesem Horoskop oder gerade ein Blick auf die Vergangenheit und dabei kann ich Ihnen helfen. Nicht nur das Erkennen, sondern ich biete auch Lösungen an, diese Blockade zu lösen. Unten bei der Beschreibung befindet sich mein Kontaktdaten. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.